Herzlich willkommen zurück bei Horizon Forbidden West in der Mission Die Nacht der Lichter. Haben wir uns in der letzten Folge hier schön durch dieses alte, naja, Restaurant, Holo, Simulationsdeck, was auch immer das sein soll, durchgekämpft. Sind kurz vor diesem Ornament und können jetzt die Tür öffnen, um die Mission danach auch abschließen zu können. Also machen wir es kurz um. Intro kommt und wir legen los. So, 7, 3, 9. Und dann war das der andere Code 1, 3, 5. Bin drin. Alles klar. Na, dann wieder zurück zu Stemmoor. Schön, 6 von 10 haben wir sogar schon. Das Ding funktioniert. Aber ich persönlich fand es jetzt sehr hilfreich, dass hier jetzt ausnahmsweise mal die Schnappmäuler nicht regeneriert sind in der Zwischenzeit. Jedes Mal das gleiche Theater, um aus diesem Untergrund rauszukommen. So, da ist es genau. Super, hier wäre ich auch so hochgekommen. Stimmt, ich bin noch eine Etage zu tief, ne? So, ich glaube nicht, dass ich hier nochmal runter muss.
So, jetzt haben wir es aber. Unglaublich. Immer noch cool, wie sie so die Schweißperlen und sowas auf den Gesichtern animiert haben. Ich bin begeistert. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er zu erzählen hat. Die Nora kam zurück. Doch brachte sie Botschaft des Triumphs oder des Unglücks? Ich hab das Ding und es ist nicht das Einzige, das ich fand. Hier. Der alte Wortschmied hielt mit glänzenden Augen und dankbarem Herzen den Gegenstand empor, der ihm entgangen war. Es ist Teil eines Satzes und heißt Ornament. Es könnten noch mehr in Ruinen jenseits der Wüste verstreut sein. Vielleicht kann ich sie aufspüren. So vertiefte sich das Geheimnis des Ornaments. Zu welchem Zweck waren die Schmuckstücke gefertigt? Für eine Nacht der Lichter Feiertagsaktion. Die Alten feierten so wohl Feiertage, denke ich. Wie Feste? In der Art. Feiertage standen wohl für saisonale Ereignisse. So wie bei jedem Fest im Anrecht? Das Fest des ersten Fasses? Das Fest der Fermentation? Das Nur-Hopfenfest? Alles dreht sich um Bier, was? Das sollte mich nicht überraschen. Anscheinend konnten die Ornamente hier die Lichter über Tage ändern. Aber ich weiß nicht wie. Ich erkenne diese Markierung. Sie war auf einem Gerät, das wir ausgruben. Hier. Könnt ihr vielleicht die Lichter anschalten? Finden wir es raus. Welches soll ich zuerst probieren? Okay, das sind eine ganze Menge Lichter. Dann fangen wir mal von vorne nach hinten an und probieren sie aus. Das hier ist jetzt dran. Ich kümmere mich drum. Unter dem Wasserfall aus güldenen Blättern ging der Wortschmied in sich. Und meditierte im Stillen. Und sein Geist ward beruhigt. Sag mir, falls du noch andere Ornamente findest. Ich frag mich, was für Feiertage die Alten feierten. Von unbekannten Reisen kam die Nora zurück zum Geschichtenerzähler und Hüter von Ornamenten. Wolltest du die Lichter denn ändern? So, gerade eben hakelte der Text hinterher. Das habe ich jetzt korrigiert. Sollte besser laufen. Der Bodhi-Tag, den kannte ich gar nicht. Das ist kurz vorm ein japanischer Gedenktag oder auch im Mahayana-Buddhismus, der Tag der Erleuchtung. So, und jetzt machen wir was, was wir kennen, Weihnachten. Schalten wir das mal an. Auf Befehl unserer Heldin sollen die Lichter den Himmel blenden. So sicher der Funke die Flamme entfacht, das war wohl ein Winterfest. Aber was für ein Tier ist das? Sieht fast aus wie ein Reißhorn. Des alten Wortschmieds Herz wärmte sich ob des Freundes Rückkehr. Und wolltest du denn hier irgendwas verändern? Und jetzt das hier. Alles klar.
Wieso bei der Schmiede feiern die Alten ein grünes Blatt? Das bringt Glück, oder so. Ja, du! Mir wollte einer eine irre Geschichte von einem fliegenden Ball weismachen. Solche Leute sind so der... Schön, dich zu sehen, Aloy. Na, ist dir nach einem Fest? Such dir was aus. Ich will das hier sehen. Und der Wortschmied zog los, um den Ruinen dort oben neues Licht zu bringen. Also, was haben Hasen, Eier und Blumen gemeinsam? Sind es Symbole des Frühlings? So trat sie wieder herein, unsere Heldin, die alle lieben. Und, was kann ich für dich tun? Das hier sieht gut aus. Ich hoffe, Abaddon ist hierfür bereit. Funken und Schlangen am Himmel. Was auch immer die feierten. Es war sicher ein großes Fest. Aloy, dieser alte Wortschmied ist immer glücklich, dich zu sehen. Und, was machen wir? Das hier ist jetzt dran. Ich kümmere mich drum. Feuerwerk wie von Morland. Und das andere Zeug, das hier rumfliegt, ist das... Schnee? Ich glaube nicht. Staub? Nein. Hagel? Wohl einfach nur Gefunkel. Oh, interessant. Aloy. Dieser alte Wortschmied ist immer glücklich, dich zu sehen. So, auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Was kann ich für dich tun? Jetzt wissen wir auch, wofür die Ornamente gut sind. Komm zurück, wann immer du magst. Ah. Hey, die Lichter bleiben an. Was? So, Spitzenbiomod. Würde mal einfach sagen. Die Dinger sind für irgendwas gut, was ich brauche. Was hat er denn schon wieder? Erweiterte und verbesserte fantastische Schweb. Wie ich sehe, hast du einen neuen Ballon fertig. Er wirkt innovativ. Ja, ja, wie versprochen. Ein Veteran zahlreicher Testflüge durch meine Wenigkeit. Alle erfolgreich. Keine Störungen in der Luft. Gar keine Probleme? Wie hast du das gemacht? Eine komplette Neukonzeption des Ballons mit Fokus auf ultimativem Komfort und zuverlässigen Flugeigenschaften. Und eine stärkere Leine. Zwei dieses Mal, falls eine reißt. Schlau. Und sicher. Sorglosigkeit inklusive bei jedem Aufstieg und Abstieg. Garantiert. Was meinst du? Unser letztes Abenteuer hat sich rumgesprochen. Wenn du nochmal mit mir aufsteigst, würde das bestimmt mehr aus dem Publikum ermutigen. Nur hoch und runter? Okay, dann los. Sehr verehrtes Publikum,
Seht her, wie diese tapfere, ehrbare Nora und ich vor euren Augen in die Luft steigen. Fliegen wir hoch! Aloy, du bist meine Glücksbringerin. Oh, ich habe den Ballon umfangreich modifiziert. Verstärkte Träger, oh, Doppelnahtgewebe, maßgefertigt platziert. Oh, und Kissen. Beim Zahnrad, Aloy. Die Welt unter uns ist so groß. Alte Stadt. Von hier oben wirkt sie so riesig. All die Leute, die in der Blütezeit hierher kamen. Mir fällt ein, ich hätte eine Anleitung für dieses Fluggerät schreiben sollen. Ich finde, wir bräuchten Fliegeruniformen. Auffällig und doch geschmackvoll. Weißt du, was gut für längere Luftfahrten wäre? Speise- und Getränkeservice. Und Sitze. Wenn du wüsstest, wie viele Osseram-Lieder es über Dampf gibt. Ich frage mich... Nein. Nein. Das Gewicht muss begrenzt sein. Außerdem, wie soll die Maschine denn stillstehen? Wow! Wenn man von hier oben etwas fallen lässt, ist es sicher weg. Ich hab Durst. Wie viele Fässer passen wohl in den Ballon? Der Ballon könnte die Paketzustellung revolutionieren. Schnellere Kommunikation durch Übernachtlieferung. Aber keine Tiere. Nein. Oh, ich könnte ein fliegendes Hotel bauen. Moment, nein. Wohin mit dem Abwasser? Oh, jahrelang irrte die Medizintheorie der Osseram. Ich fliege in der Luft und meine Lungen arbeiten noch. Oh, ich wünschte, mein Opa hätte das noch gesehen. Diese Version des Ballons ist so viel besser als der Prototyp. Nicht eine Strähne Haar verbrannt. Ob die Tenak dann einem Ballon interessiert wären oder ihn nur in die Luft jagen würden, wir sollten ihn aus dem Weg gehen. Oh, weißt du, wer das hier lieben würde? Die Karja. Hä? Auf diese Weise könnten sie der Sonne so viel näher sein. Warst du je in der eisigen Wildnis? Also der hat ganz schön viel zu erzählen. Ich hatte mal einen Vogel, flog eines Tages davon. Manchmal meine ich, ihn durch die Luft gleiten zu sehen. Ich hoffe, er ist glücklich. An einem Punkt in der Entwicklung war der Ballon eher ein Würfel. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Weißt du, was ein echtes Spektakel wäre? Ballonrennen! Ha! Um feurige Pylone. Und bekloppte Ideen. Alles in allem bin ich ein glücklicher Mann. Ich tue, was ich liebe. Das kann ich jeder machen. Wenn wir mehr Glimmer hätten, wäre der Nachthimmel die beste Show der Welt. Ach, guck mal, da hinten liegt auch noch so ein... Oh, Horus, oder wie sie heißen. Jetzt schon seit dem Start. Jetzt ist Schluss. Versprochen. Sag Bescheid, wenn ich übernehmen soll. Okay, wir haben das Ende der Dialoge erreicht. Schön. Fliegt mit meinem Schwebeballon in den Himmel und seht die Welt aus einer neuen Perspektive. Komfort und Sicherheit. Ah, Aloy! Ich sehe an deinem Blick, dass du für einen erneuten Flug im Schwebeballon bereit bist. Na, bist du bereit? Später vielleicht. Du hast sicher schon bald jede Menge Kunden. Oh, ich hatte gehofft,
Wir würden erneut fliegen. Aber du bist stets willkommen, Aloy. Jederzeit. So kann man's auch sagen, ne? Okay. Oh, kämpfen die hart. Ich hab's. Sehr schön. Okay, die sind ein bisschen stärker als gedacht. Oh Gott, so, die Minen haben's gebracht. Okay, muss aufpassen, die Minen greifen mich selber auch an, alles klar. Leuchtsprenger, Beomotbehälter. Dem haben wir ordentlich zugesetzt, würde ich sagen. Die leih mir aus. So, Spitzenbiomod Herz gefunden.
Alles klar. Das war eine Falle. Habe ich ja super hingekriegt. Irgendwann brauche ich die. Oh, ganz, ganz wichtig. Heilpflanzen sammeln. Jetzt wären ja nur noch... Ja, hier ist noch ein Feuerdornrückenareal. Da müssen wir noch dran. Muss ich hier noch das sammeln? Aber das alles in der nächsten Folge. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und dann schauen wir mal, dass wir so ein bisschen die Rüstung hier verbessert kriegen. Das ist der große Plan. Und danach gehen wir an die Story wieder. Also bis dahin. Ciao, ciao.